Abfahrt auf den Server. Yo, 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 yo. Meine Villager sind am Pennen, let's go. Henke ist da, Chat, Alter. Henke ist einfach am Start, Freunde. Henke, den Arzt habe ich letzten Monat in Köln getroffen. Irgendwie hat jeder letzten Monat Henke in Köln getroffen, habe ich das Gefühl. Henke ist ein Mann von Welt. Finally, it attempts to spawn the raid mobs right at the raid center, with a random 0-4 added to the X and Z coordinates of the raid center. This means that the possible spawning locations fall within a 5x5 square. If the highest block that is randomly selected is not a valid spawning space, like glass, the game will try again, making up to 20 attempts to find a valid spawning location. Once it finds one, all the mobs in the wave will be summoned to that location, with one air block underneath their feet. In this farm, the only valid spawning locations are these 6 spaces. Since there are 20 attempts to spawn in the 5x5 square, the odds are actually quite good that one of these 6 spaces will be selected. About a 99.6% chance. Quick maths. They also clip into the lava-filled cauldron, causing them to burn to death. Bro, das ist so smart, diese Farm. Ich pack das nicht. Das ist insane. The magma blocks on the shifting floor will kill off any stragglers that resist falling through the shifting floor, so that mobs don't persist in the killing area. The drops from the farm flow out of the chamber. Fucking shit, Alter. Wie macht er das? Until you figure out why. Er geht einfach runter, hä? Wieso geht das bei mir nicht? Ich verstehe das nicht, wie das funktioniert, die Mechanik davon. Sneaken? Ah ja, 1, 2, 3. Ich scheitere schon hier dran, gell? Warte mal, 131 oder? Nein, 132. East, 163 West. Also egal, ob es eine andere Raid-Farm gibt oder nicht. Die Raid-Farm hat sicher noch keiner gebaut. Junge, was geht da unten eigentlich ab? Disco, Pogo, Dingelingeling, Dingelingeling. What the fuck? Place a series of chests starting on the south wall. Warte mal, wie viel hat er rausgemacht? And expand them into double chests. And then build out a... 4 raus und 5 breit. Ich habe keine Chests. From the dispenser, crouch down and pillar up on 2 temporary blocks. Place a sign. Place a sign. Ich hab kein Sign, du Hundesohn. Wieso kann er das nicht immer früher sagen? Ich verstehe das nicht. Aber Kollege, wie Scaffolding jetzt? Wie hat er das gemacht? Ich verstehe Place Scaffolding. Water on top, wait a few seconds, and then pick up the water again. Ah, er baut den Block ab. Bridge to the tower with scaffolding. Place 2 solid blocks on the northern corners of the tower at Y225. Die habe ich auch, Kollege. Die habe ich auch. The villager will probably try to walk to the composter and get stuck at the trapdoor. Push it into the bubble column and follow it in. At the top, replace one of the red stained glass blocks with a composter and encourage the villager to jump in. When it's in place, aim carefully to break the composter so that the villager falls straight down. Repair the floor and repeat this process for each of the 4 villager stations below. Holy shit, Alter. Insane. Okay. Let's try this, Alter. Sorry, wenn die Villager jetzt draufgehen, Alter. Das tut mir echt leid, Jungs. Ihr habt bisher richtig guten Service gemacht. Ihr habt eine tolle Base gebreedet. Aber ich glaube, das könnte jetzt euer Ende sein. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich leid. So, Freundchen. Jetzt ist es Zeit. Du hast ein neues Leben vor dir. Freust du dich? Du bist doch sehr hyped bestimmt, oder? So, das ist genauso, wie er es beschrieben hat. Tschüssi. Ich komme gleich mit dir. Keine Sorge. Gefällt's dir hier oben? Ist schön, oder? Guck mal, jetzt haben wir da was Besonderes für dich, ja? Guck mal da, Memo. Guck mal da. Guter Mann. Und Villager der Erste droppt. Here live. Yes, we did it. Okay, 4 to go. Er scheint auch am Leben. Yep, er ist am Leben. Perfekt. Break the composter and remove the soul sand at the bottom of the column and place it back in. This activates the villager stations and deletes the water that the villagers are standing in. When the villager goes in, place a glass block or bottom slab over its head. Gut, aber ich glaube, bevor wir das machen, werde ich mir nochmal Villager breeden. Just to be safe. Hier drauf und fallen dann hier durch und landen bei mir. Und dann one-hitte ich die. Und manche von denen sterben nicht, sondern die werden dann durch die Magma-Blöcke gekillt, weil die da oben stuck sind. Und jedes Mal, wenn ich hier unten aber schlage, mache ich ein Block-Update auf diesen String. Und der String updatet die Observer, dass einmal hier dieser Water-Stream unterbrochen wird. Und jedes Mal, wenn der Water-Stream unterbrochen wird, dann aktualisieren sich alle Observer von den Villagern und die Workstations von denen werden weggeschoben. Dadurch verlieren die ihren Job. Und jedes Mal, wenn die ihren Job verlieren, wird der Raid von einem Villager von unten nach einem nach oben weitergeschoben. Und so stacken die Raids immer weiter hoch und spawnen immer wieder neu. Nur damit ihr auch wisst, ich verstehe die Farm, gell. Es ist, ich baue das nur 1:1 nach, weil ich keinen Bock habe, auf Fehlersuche zu gehen. Aber ich verstehe, wie die Farm funktioniert. Ja, aber drauf zu kommen, ist geisteskrank. Aber sie ist eigentlich vom Verständnis her recht simpel. Hast du ein Chapter von heute gelesen? Ja, ja. Richtig gut. Digga, Alter, ich muss ganz dringend los, ne? Junge, als ich das letzte Panel gesehen habe, dachte ich mir nur so, Digga, oder was kommt denn jetzt noch? Ja, einfach Plot-Twist aller Attack on Titan ist es. Junge, es wäre insane geisteskrank. Ich hab Bock. Ich freue mich. Ich hab auch mega Bock. Ja gut, dann komm safe nach Hause. Ich schreib dir, wenn die Raid-Farm fertig ist. Okay, hau rein. Ciao, ciao. Tschö, hast du so ein Totem für mich eigentlich? Noch nicht, ich habe nur eines, aber wenn die fertig ist, gebe ich dir gar nichts. Okay. Boah, geil, Junge. Passt. Ciao. Ciao, ciao. Und mit der Modifikation müsste es jetzt funktionieren. Bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Schauen wir mal. Ich hab das Schwert vergessen, ich Idiot. Das muss ich nochmal zurück. Was macht er jetzt hier? Geh doch weg. Ey, nein.
Ey, nee, Dicker. Scheiß Delfin. Wuhu. Falsches Portal. Komm, ich will euch flappen hören. Ja, da kommen sie. Junge, die Farm funktioniert nicht richtig, weil es so laggt, oder? Oh, Daddy. Oh, das war so pussy Handlein. Ich hab grad Lava in Bedrock verwandelt. Das ist ein neues TikTok. Alter, deine TikToks sind geil, Veni. Ja? Danke dir. Ich hab die immer auf der For You-Page, das macht so Bock irgendwie. Ich poste auch irgendwie so 3 am Tag. Ich habe eins von dir gesehen, aber es war nicht von dir gepostet, glaube ich, sondern es hat jemand von deinem Stream gemacht, wo du so einen Deer-Duper gemacht hast. Was? Das war letztes Jahr irgendwann. Was, letztes Jahr? Das hatte ich jetzt auf der For You-Page. Heiko, warum machst du sowas? Ja, warum machst du sowas, Heiko? Wie kannst du? Ja, ja. Auch da halt paar. Also wie relevant ist es, genau in dem Intervall zu schlagen, wie der das halt angegeben hat, ne? Hast du irgendwie einen Autoklicker, den du einstellen könntest dafür im Notfall? Ob ich einen Autoklicker habe? Ja, ja. Nein. Sag doch ja, ist guter Upload für TikTok. Weißt du, gegen wie viele Gesetze meiner Kredibilität und absolut altwürdigen PvP-Ehre dagegen sprechen würden? Weißt du, das wäre heute noch ein Drama, wenn jetzt rauskommen würdest, du Autoklicker verwendest? Es wäre ein Drama, es wäre einfach super dämlich, wären in neuen Versionen Autoklicker zu haben. Was soll ich denn da einstellen? So einen halben CPS oder was? Damit du immer den richtigen Intervall hättest mit dem Schlagen, ne? Echt cool dann. Ah, nee, warte, ich glaube, ich sehe den Outpost. Geh schon mal durch. Ich komm so von da. Hä? Du hockst hier irgendwo, ich weiß doch. Wollen wir ein kleines Wettrennen machen? Wer von uns beiden schafft es zuerst in den Nether zu gehen? Wer schafft es von uns beiden durch das Portal zu gehen? Junge, bist du einer von denen hier? Geh, machst du graue Haut. Wir machen ein Wettrennen. Du bist genau dann reingegangen, als ich auch reingegangen bin. Echt, for real? Ja, ja. Du standst in mir mit dem letzten Frame, als ich durchgegangen bin. Oh mein Gott. Schick mir Clip davon. Mach ich TikTok draus. Es wird so laggen. Heiko, guck mal da oben. Siehst du das? Komm mal zu mir. Die, da oben an, Alter. Jungs, ich muss Intervall zählen. Ist das einfach das Aufladeding? Ich glaube, ich bin not sure though. Alter! Bro! Schau dir die Emeralds an! Ja, ja. 100 Stacks Blöcke in der Stunde macht die Farm. Bro. Dank. Ich bin von Level 27 jetzt auf 36. Warte, ich baue dir unten die Glocke rein, Basti. Ich droppe dir ein paar Tools, die du reparieren kannst, kurz. Nein, er kann nichts anderes in die Hand. Achso, ja, Offhand, ja. Aber du musst immer mit dem Schwert schlagen. Wenn du mit Fire Spectre oder Knockback schlägst, ist die Farm kaputt. Falls der Armor-Stand kaputt geht, da ist ein Button auf dem Boden, dann kannst du einen neuen spawnen. Ja, ja, ich mach das schon. Veni, die ist insane, die Farm. Alter, dass es eine bessere Raid-Farm geben kann, als wirklich die andere, die wir schon hatten. Das ist krass, oder? Nicht vorstellbar, krass. Ja. Das ist so krass im Längen, aber das Ding ist, man kann die noch mehr improven. Wie schnell man die Raids spielt, das ist ja das Krasse. Ja, man kann die noch improven, und zwar kann man oben so eine Dropbox reinbauen, mit einem Boot, wo nur Raid-Captains reingefangen werden. Und dann kannst du halt, wenn du aufhören willst, dann gehst du einfach, wenn die Raid-Bar leer ist, und fährst mit dem Boot weg. Aber dann hast du in dem Boot dort oben den Captain sitzen, den killst du dann einfach für Bad Omen, wenn du wieder starten willst. So, Basti, jetzt hast du eine Uhr unten, siehst du den? Wenn du dich jetzt richtig ausrichtest von der Himmelsrichtung, müsstest du so ein Loch haben, da kannst du eine Lampe sehen und immer mit der Lampe angeschlagen. Dreh dich mal so, dass du nach links guckst mehr. Also einmal, eine andere Richtung, Siehst du die Lampe? Ja. Am Boden unten? Immer wenn die leuchtet, schlagen. Das ist mehr als 1,5 Sekunden, oder? Nee, es müssen genau 1,5 sein eigentlich. Krass. Ich meine, es kann sein, dass es weniger ist, also dass es mehr ist, weil es leckt halt, aber müsste stimmen. Bro, ich mache hier noch ein paar Level voll. Mach das. Bro, das ist so insane, ne? Mein Stuff ist eigentlich perfekt repariert, Leute, aber... Die Waves hier einfach spawnen. Jede Wave. Kannst du nochmal von oben zeigen, auch, dass ich auch die Ravager und alles sehe? Alter, okay, das funktioniert sogar. Dieses Konstrukt da oben für die Ravager musste ich gerade noch bauen. Das ist vorher eigentlich kleiner, und wenn du auf Paper spielst, dann glitschen die manchmal raus. Und das willst du halt nicht, weil dann kannst du Raid nicht fertig spielen. Aber es klappt dann alles, wie es aussieht. Es klappt unfassbar gut. Wie viele da kommen, ey. Das ist so eine crazy Farm, holy shit. Ja. Ich guck gleich mal in die Chests, ja, warte. Ich will mal kurz den Müllschlucker ausmachen und schauen, was ich da, wie schnell ich Inventar voll hab. Boah, insane, sag ich. Hier, guck mal jetzt. Ich stell mich jetzt hier hin und ich sammle jetzt alles an. Ich sag dir, wann Inventar voll ist, okay? Jetzt. Was jetzt? Scheiße, Mann. Das einzige Problem, ich muss halt irgendwann essen. Kannst du die aufhören nehmen? Saturation oder? Beacon. Es kann ja schon mal wer anderes von euch nochmal Bett oben holen. Ich würd's auch mal gerne sehen noch. Ich glaube, der Filter ist übergelaufen, weil die Kisten voll sind schon. Ja, kann sehr gut sein. Willst du mal schauen, ob du aufhören kannst, Basti? Warte, lass mich noch ein Level holen. Ja. Oder zwei. Vor allem, du willst mir so einmal zeigen, ich müsste auch so voll übertreiben, direkt eine halbe Stunde spielen, so. So, fangen wir es gleich, Basti. Ich habe ein paar Totems, Leute. Craft Attack eine Woche, Alter. 95. Bro, wie viele Items das sind.
Das ist insane, ne? Also auch tot, du musst einfach jede Sekunde 20 Tote verbrannt oder so. Und einfach Tools reparieren, also ist halt ein, ist ja halt ein Witz, ne? Was hier so bleiben, Chat? Ich glaube, irgendwie der untere Filter bringt nichts. Ich bin mir honest, ist halt fast schon stressig mit den Köpfen, Alter. Ja, ja. Aber die werden eh alle geburnt. Das sind so viele. Wie viel Gunpowder haben wir schon so? Ich hab 4 Stacks gerade rausgenommen. Ja, lol, sind wieder 3 drinnen. Ich sag mal so, ich denke, egal wie viel effizienter man diese Farm noch bauen könnte, es ist dann nur noch einfach für Prestige. Weil wir stehen hier, ja, keine Ahnung, nicht mal 10 Minuten jetzt und haben 6 Stacks Emerald-Blöcke. So. Also klar können wir das jetzt effizienter machen, aber wir brauchen die Emeralds dann eigentlich auch nicht mehr. Ja, eben. So, wir könnten jetzt den ganzen Server Full Beacons verkaufen, wenn wir jetzt noch eine Stunde hier stehen. Ich nehme auch mal ein bisschen was raus, nicht wundern. Ne? Ja, können wir. Step by Step, diese Farm nachbauen war so einfach. Das ist richtig chillig gewesen. Das einzige Problem bei der Farm war, du musst dir halt speziell einen Chunk im Ocean raussuchen. Also, wo du genau die Farm startest, musst genauso Point by Point nachbauen. Aber erklärt alles ganz genau. Und ich habe ein ergänzendes Tutorial, und zwar von dem Guy hier, von Nash. Der hat eine Spawning-Plattform-Adaption für oben, wo die Ravager gekillt werden. Weil wenn man auf einem Paper-Server spielt, wie wir es bei Craftech tun, dann funktioniert die normale Farm nicht. Weil die Ravager glitschen dann oben durchs Glas durch, fallen runter und der Raid wird nicht beendet einfach. Und das sind die beiden Videos praktisch. Ansonsten findet ihr das, wenn ihr nach Ian Exo4 Raid Farm googelt. Top Farm, kann ich nur shoutouten. Wollte ich auch mal eben, wie gesagt, den Creator von der Farm hier shoutouten, weil das ist nicht meine Farm, sondern das hat der gebaut halt, ja. Lasst gerne ein Like bei dem da, baut die Farm gerne selbst nach. Da ist das Tutorial. Viel Spaß damit. Bro, what the fuck, Clemens? Holy shit. Oh mein Gott, er hat 5 auf dem Weg gemacht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab's gerade losgestiefelt. Holy shit, Mann. 24-Stunden-Stream. Holy fuck, Clemens. Dankeschön. Okay, wir machen 24-Stunden-Stream-Chat. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. 24-Stunden-Stream. Nächstes Wochenende. Yo, Fabo. Fabo? Fabo? Ja, hallo? Hallo. Was geht? Ich wollte Danke sagen für die Bücher, Bruder. Deswegen. Du bist der beste Eisler. Kuss geht raus. Wenn du doch Totem brauchst, sag Bescheid. Danke. Piep, piep. Ciao. Wir sind nämlich Ehrenmanager-Chat. Wir zahlen unsere Schulden zurück. Wir haben uns bei Fabo die Bücher geholt. Kriegt Fabo ein bisschen was zurück. Was sind das für Blöcke? Actually ganz geil. Auch mit dem Dripstone und so. Sieht ziemlich cool aus. Also es ist matt einfach. Okay. Hallo? Hallo? Bro, hier ist jemand und der ignoriert mich absichtlich. Ach, der hat kein Voice an. Scheiß doch drauf. Ja, also das ist jetzt die Starterbase. Okay, alles klar. Aber genau, also ohne Scheiß, es ist eigentlich trashy, alles so aus Dirt so zu bauen. Aber irgendwie hat's ja was. Irgendwie sieht's geil aus. Mit dem Mat und sowas. Wir haben es hinbekommen, oder? Also ja, wir haben es so hinbekommen, dass es nicht scheiße aussieht. So, ich will also auch so ein bisschen naturbelassen was bauen. Und ich glaube, ich schaue mir das mit dem Mat auch mal an, ob das passt. Ja, Mat ist auf jeden Fall ein richtig geiler Block. Du kannst ja, wenn du willst, unsere Maschine benutzen, ne? Habt ihr eine. Also, wie macht man das überhaupt? Ich habe literally keine Ahnung von 1.19, ne? Ich habe das noch nie gespielt. Du nimmst Dirt und dann musst du mit einer Glasflasche Rechtsklick drauf machen. Lol, okay. Und das bei jedem einzelnen Dirtblock. Das ist halt super nervig, deswegen haben wir so eine Maschine, die das macht. Wir haben quasi, die Flasche wird mit einem Dispenser ausgegeben und dann schiebt ihr das zur Seite und du kriegst hier einen neuen Erdblock. Ah. Also wenn ihr die benutzt, einfach ein bisschen Erde mitnehmen und hier in die Barrels tun, dann kriegst du das immer automatisch und die kommen dann hier hin und werden dann hier zu so einem großen Block gemacht, dass du die danach easy abbauen kannst. Bro, what the fuck? Geil. Ja. Oh, sick. Voll, ja, geil. Die habe ich vor ein paar Tagen gebaut. Finde ich echt, ist ganz nice geworden. Wer baut hier alles? Also mit wem seid ihr hier? Boah, wir sind hier zu 12. Wir haben einfach nur gesagt, wir wollten am Anfang schnell Netherite-Krams und so holen, weil keinen Bock immer auf dieses Starter-Game sozusagen. Deswegen haben wir uns halt zusammen gemacht. Einer hat Villager gemacht, einer dies, einer das. Verstehe. Die Hauptleute, die hier bauen, sind Zinus, Kroko und ich, glaube ich. Alles klar, nice. Aber die anderen Leute bauen halt auch Farmen und so, aber das optische Bauen, das kommt jetzt von uns rein, würde ich sagen. Nice. Sick, sick, sick. Ich bin gespannt, wie das dann fertig aussehen wird. Also die Idee ist halt von dieser Stadt, dass wir halt in diesen Towern überall Farmen hinbauen. Hier zum Beispiel, wenn du irgendwann Zuckerrohr brauchst, kannst du einfach hier hoch und dir nehmen. Hier ist eine Zuckerrohrfarm drin. Oh. Die geht bis fast ganz oben. Ja, eine Dachterrasse und so noch. Die ist noch nicht gebaut, also hier muss noch ein bisschen was. Ah, finde ich mega cool. Ja, und dann cool. Sind ja noch andere Tower von anderen Leuten. Das erinnert mich von der Optik her so ein bisschen an so Games wie so Dying Light oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, so danke, das war so ein bisschen die Idee. Wir wollen auch so Hängebrücke noch bauen. Geil, finde ich mega sick. Ey, freut mich, dass dir gefällt. Also, es sagen übelst viele Leute, haben am Anfang gesagt, warum baut ihr denn aus Erde? Das ist dir richtig hässlich. Aber dann am Ende haben die gesagt, ja, okay, jetzt sehe ich's. Ja, es sieht halt so aus wie so Postapokalypse einfach so. Die Natur hat sich so zurückgeholt. So die ja, so ein bisschen wie New York, aber dreckig und mit grün. Ja, nur grün halt. New York ist eh dreckig. Ja, oha, Ansage an New York. Ja, was ist da los? Ey, übrigens, ganz große Props wieder für Charity Royale. Es war einfach ultra krass. Hey, danke fürs Mitmachen wieder. Immer gern. Ey, nächstes Jahr auch. Ich bin immer dabei. Safe, safe. Meld mich. Hier, warte. Ja, hab ich dir geschickt. In die Richtung soll es gehen dann, wenn es fertig ist. Kann ich das Stream zeigen oder hast du es noch nicht angezeigt? Ja, ja, nee. Zeig ruhig, wenn du willst. Ja, okay. Easy. Kennt man bei mir auch schon. Das ist geil. Ja, die Insel unten ein bisschen größer. Das Schloss soll schon größer, kleiner sein als die Insel. Und nicht so, jetzt ist ja aktuell das Schloss größer als die Insel. So will ich es nicht machen. Und den unteren Part mache ich logischerweise nicht. Oben reicht, ja. Ja, 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 verstehe schon. Das ist ein bisschen Overkill dann. Aber geil, ja. Richtig coole Idee. Okay, dann logge ich mich jetzt aus. Ich hoffe, die Jungs bringen mir dann morgen was mit.
bin ich raus hier. War ein sehr erfolgreicher Stream, bin ich ehrlich. War wirklich sehr erfolgreich. Dann schauen wir uns den Clip von Isa noch an. Okay, es war ein chilliges Gespräch. Wer war da? Keine Ahnung. Vandidator. Was? Vandidator. Ich habe keine Ahnung. Vandidator? Das sah der Name aus. Das war Venicraft. Also Venitroll. Oh. Vandidator. Du schaust aus wie Vandidator. Das ist Goldclip, ich schwör. Oh mein. Hat er was gesagt? Hey. Einfach vergessen. Das ist Banger-Clip, holy shit.